Die Volleyballdamen des Dresdner SC stehen zum dritten Mal in Folge im Finale um die deutsche Meisterschaft. Im bayerischen Wilsbiburg haben sie gestern das Endspielticket für sich gebucht, nach einem selbstbewussten Auftritt gegen die Roten Raben. Das Finalticket ist gelöst. Die Fans vom Dresdner SC haben allen Grund zu feiern. Zu dominant waren die DSC-Damen am gestrigen Abend. Ja, es war das erklärte Ziel, ins Finale einzuziehen. Sie haben es uns selber ein bisschen schwerer gemacht mit der Niederlage am Samstag, aber vielleicht war es auch zur richtigen Zeit. Im ersten Satz geht es direkt zur Sache. Die DSC-Mädels in Schwarz haben zuletzt knapp verloren gegen Vilsbiburg, lassen aber im ersten Satz nichts anbrennen. 25:18. Die Zeichen stehen gut. Zweiter Durchgang, Vilsbiburg mit dem Aufschlag. Spiel 1 ging hier an dieser Stelle in 3 Sätzen an den DSC. Dieser Durchmarsch soll wiederholt werden. Der Ball kommt nach links und Lisa Esquerdo haut drauf. 25:21, Dresden bleibt dominant, lässt Vilsbiburgs Frauen nicht zur Entfaltung kommen. Deren Trainer Guillermo Gallardo schwant nichts Gutes. Der dritte Satz endet ohne Paukenschlag. Fehlaufschlag Vilsbiburg. Und die DSC-Mädels machen alles klar. Wieder 25:21 im letzten Abschnitt. Vilsbiburg geschlagen. Das Finale ruft. Ja, am Sonnabend startet dann die Finalserie gegen den Titelverteidiger und Pokalsieger, den Schweriner SC.